Okay. Let me say this one time, that one time. You make me feel alright. So nice. I know you wanna do more. Say less. You can stay the night. You don't gotta go. We could take this slowly. Das hier, das ist der neue Peugeot 3008, die nächste Generation des Kompakt-SUV von Peugeot. Und es hat sich einiges getan, denn wie man unschwer erkennen kann, aus dem klassischen SUV ist ein SUV-Coupé geworden. Doch damit nicht genug, denn der neue hier, der hört auch auf einen anderen Namen. Nicht ganz anders, aber es gibt einen Buchstaben mehr. Das ist nämlich der E3008, also ein rein elektrisches Fahrzeug auf der neuen STLA-Plattform von Stellantis. Grund genug, sich dieses Auto hier mal ganz genau anzuschauen. So, dann schauen wir uns das Design des E3008 erstmal etwas genauer an. Die Front, ja, im Grunde kommt sie einem irgendwie bekannt vor. Es ist typisch Peugeot. Hier vorne das große Peugeot-Wappen. Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Pixel-LED sind Serie, verbunden mit diesem schwarzen Zierelement hier unterhalb der Haube. Hier natürlich auch nochmal die 3008 drauf. Das muss sein. Und darunter dieser große angedeutete Kühlergrill, denn wenn man genau hinschaut, dann merkt man, der ist geschlossen. Also Elektromobilitätsgrill quasi hier an dieser Stelle praktisch nur noch ein Deko-Element. Was gibt es sonst zu sagen? Eine recht glatte Front mit Kanten hier unten in der Schürze und bei Peugeot darf natürlich eines nicht fehlen, nämlich diese Klauen, diese drei Klauen hier als Tagverleuchten. Die behält der neue 3008. Das ist ja sozusagen das Markenerkennungszeichen. So, die Seitenansicht, da kümmern wir uns natürlich als erstes mal um die Felgen. Man sieht schon, extravagantes Design, nicht ganz zentral quasi das Ganze ausgerichtet. 19 Zoll sind Standard, es geht aber rauf bis auf 20 Zoll. Hier sind natürlich 20 Zoll verbaut, klaro. Ansonsten Seitenlinie, sehr schlank, sehr schlicht gehalten vom Design, was wirklich entscheidend ist. Keine sichtbaren Türdichtungen hier an den Fenstern, also keine Fenstergummis. Das führt dazu, wie ich finde, dass das ganze Fahrzeug sehr, sehr aussieht wie eine Skulptur. Also kaum Kanten hier drin, es ist alles sehr, sehr glatt und sehr clean gehalten. Was auffällt, ist tatsächlich außerdem hier in der Seitenansicht, die Türen gehen sehr, sehr weit runter. Also wir haben hier die Schweller, die unten quasi von den Türen umschlossen werden. Das Ganze gibt einen sehr, sehr stabilen, schnörkellosen Look. Zu den Abmessungen. Der neue 3008 wird wesentlich länger als der Vorgänger. 4,54 Meter, das sind plus 10 cm. Außerdem wird er breiter, 1,89 Meter, 5 cm plus. Bei der Höhe, da legt er auch noch ein bisschen zu, 1,64 Meter jetzt, 2 cm plus. Und der Radstand wächst nochmal, 2,74 Meter von Achse zu Achse. Das sind auch gute 6 cm, die da dazukommen. Und dann gehen wir hier um die Ecke und wandern so langsam in Richtung Heck. Wir sehen einmal einen Dachkantenspoiler, der tatsächlich ein Spoiler ist. Hier unten geht die Luft nämlich durch. Zack, da sind noch so Noppen, die Luft irgendwie noch ein bisschen besser leiten sollen. Sieht spektakulär aus hier mit diesen beiden Zinken, die hier rausstehen. Und das Heck an sich, mein lieber Schwan, also ein echter Klopper. Mich erinnert so ein bisschen an BMW X6, jedenfalls so von der Massivität her. Man sieht also, hier ist eine richtig fette Kante drin, viel Blech. Und dann haben wir hier auch nochmal dieses Drei-Krallen-Design hier in den Rückleuchten nochmal verewigt. Das Ganze quasi verbunden durch dieses schwarze Dekorband hier. Also wirklich ein massives Heck, sehr, sehr
Kastig. So, was hat der Peugeot E3008 beim Kofferraum zu bieten? Das schauen wir uns jetzt mal an. 520 Liter sind drin, mit aufgestellter Rücksitzbank natürlich. Das gilt zumindest für die einmotorigen Varianten des E3008. Die zweimotorige Variante, da braucht leider der Elektromotor, der hier an der Hinterachse unten drin sitzt, ein bisschen vom Platz weg. Dann sind es noch 470 Liter, die in den E3008 passen. So, und jetzt schauen wir mal, was der E3008 im Innenraum zu bieten hat. Das ist einiges tatsächlich, denn hier drinnen wird es wirklich interessant. Man schaut sich bitte einmal dieses Cockpit an. Ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen wie in einem Concept-Car. Von der Cockpit-Architektur ist das schon wirklich sehr extravagant, sehr ausgefeilt, das Ganze. Deshalb bleiben wir ruhig, entspannen uns ein bisschen und schauen uns die Sachen mal ein bisschen so Schritt für Schritt an. Erstmal, neueste Generation des Peugeot iCockpit ist hier verbaut. 21 Zoll Display hier oben, leicht gecurved zu mir. Das ist allerdings nicht Standard. Standard sind 2x10 Zoll. Also es gibt noch eine etwas abgespecktere Variante, die hier aber natürlich nicht gezeigt wird, weil hier will man klotzen. Claro. Dann, so wie es sich beim Peugeot iCockpit mittlerweile durchgesetzt hat, ein sehr, sehr kleines Lenkrad. Ein großes Auto, ein ganz, ganz kleines Lenkrad. Hier quasi kurz über den Knien bei mir. Aber ich bin ja auch ziemlich groß, 1,95. Habe auch gerade eben schon gemerkt, hier unten an die Lenksäule, da stoße ich auf jeden Fall beim Aussteigen mit dem Knie gegen. Kleinere Menschen werden sich hier wahrscheinlich etwas wohler fühlen. Lenkrad, klein, wie gesagt, oben und unten abgeflacht. Oben, so das obere, ich würde mal sagen, Achtel des Lenkrads verdeckt diesen Monitor. Tja, das kennen wir vom iCockpit nicht wirklich anders. Was zum Lenkrad noch zu erwähnen ist, ist die neue Bedienfläche hier rechts und links, erinnert mich ein bisschen an den VW ID.4. Eine Taste mit mehreren Drückmöglichkeiten. Angeblich soll dieses Lenkrad meine Finger erkennen können, sodass Fehlbedienungen ausgeschlossen werden können. Wenn ich das hier mal mache, dann funktioniert das alles relativ gut. Aber wie beim VW ID.4 beispielsweise auch, drückt es sich etwas undefiniert. Dadurch, dass das nur eine große Taste auf jeder Seite ist. So, dann machen wir weiter. Hier unterhalb des Monitors, so in Richtung Mittelkonsole, sitzen die Eye-Toggles, also 10 frei konfigurierbare Tasten. Kennen wir aus dem Peugeot 408. Da kann ich mir also meine Lieblingsfunktion sozusagen als Shortcut reinlegen. Schön integriert, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall modern, aber Touch bleibt es trotzdem. Dann hier Fahrmodi, Schalter, Startknopf sind hier hochgewandert. Das bedeutet, auf der eigentlichen Mittelkonsole ist jetzt für andere Dinge Platz. Nämlich erstmal für extravagante Formen. Also das hier sieht wirklich sehr, sehr spacig aus, dieses Teil. Eine Walze für die Lautstärke, dann Warnblinker und ein kleiner Pinöpel für die verschiedenen Drive-Modes. Hier oben noch ein bisschen Klimabedienung, alles klar. Und von der Beifahrerseite aus hat man den eindeutig besseren Zugriff auf dieses schöne Fach hier, das so seitlich aufschwenkt. Hier gibt es dann auch mal zweimal USB-C. Diese Cockpit-Struktur ist wirklich wild und extravagant, habe ich am Anfang schon gesagt. Fühlt sich aber von den Materialien her ziemlich gut an. Wenn wir mal hier oben mal schauen, das hier oben ist beispielsweise weich. Diese Textilstruktur hier fasst sich gut an, muss ich sagen. Ist wahrscheinlich nur Plastik, sieht gut aus,
ist aber knüppelhart. Da können wir drüber hinwegsehen, denn das gesamte Ensemble ist zwar wirklich spacig und abgedreht, aber ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist mal wirklich was komplett anderes, ganz neue Formen. Eher konventionell die Sitzposition, glücklicherweise. Wir wissen ja, Elektro-SUV, Batterie ist hier im Boden verbaut. Dennoch, ich habe trotzdem eine gute Sitzposition, immer noch Luft nach oben, trotz meiner 1,95 und des Panoramadachs hier. Da wollen wir mal gucken, wie es hinten aussieht. Ne? Der Sitz wird nicht verstellt und jetzt geht es in den Ford. So, da wollen wir mal gucken. Ich habe gar nicht mal so ein gutes Gefühl. Oh. Ja, also hier hinten, ehrlich gesagt, etwas erwartungsgemäß kein so besonders herausragendes Raumgefühl. Aber ich muss sagen, dafür, dass das hier hinten so stark abfällt, das Dach, kann ich doch relativ aufrecht sitzen. Klar, dieser Sitz, der war so in der Länge zumindest auf mich eingestellt. Da muss ich jetzt mit den Knien rechts und links dran vorbei. Kleinere Menschen werden damit relativ wenig Probleme haben. Mit 1,95 fühle ich mich hier hinten nicht besonders wohl. Aber schön, Fensterlinie relativ weit unten. Das heißt, ich kann auch wirklich rausgucken. So mag ich es zumindest. Da muss nur jemand Kleines da vorne sitzen und fahren, bitte, wenn ich hier hinten drin sitze. Die Antriebe des E3008. Ja, da müssen wir erstmal sozusagen die Basics klären. Zum einen, der E3008 basiert auf der neuen Stellantis-Plattform für E-Fahrzeuge STLA Medium. Das bedeutet auch, es gibt zwei Batteriegrößen. Einmal 73 Kilowattstunden. Dieser Akku wird verbaut sein in der Standardvariante des E3008 mit 210 PS und auch in der Dualmotor-Variante. Diese hat dann 320 PS. Und beide Varianten schaffen laut WLTP 525 Kilometer. Und dann gibt es noch den größeren Akku, der hier unten im Unterboden verbaut ist, mit 98 Kilowattstunden. Also ein wirklich sehr großer Akku für ein kompaktes SUV. 98 Kilowattstunden in der Long Range Variante mit 230 PS bedeutet das in Reichweite übersetzt bis zu 700 Kilometer. Sagt zumindest Peugeot. Egal welcher Akku verbaut ist, 160 Kilowatt ist die maximale Ladeleistung und das Ganze basiert im Fall von STLA Medium auf 400 Volt Technik. So, zum Abschluss stellt sich natürlich die Frage, wie viel kostet der E3008? Ich weiß es nicht und Peugeot sagt noch nichts. Aber die gute Nachricht zum Schluss, es ist auch noch ein bisschen Zeit hin. Denn der Marktstart soll im Februar 2024 stattfinden. Das heißt, wir haben noch erstens genügend Zeit, uns an den E3008 zu gewöhnen. Und zweitens, wir können uns noch ein paar Euro zurechtlegen bis dahin. So, und das war es vom E3008 für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke an Markus hinter der Kamera. Und wie er euch gefällt, das schreibt ihr jetzt bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns bestimmt schon bald wieder. Macht's gut, bis dahin.